Design ist was, was man ohne Erklärung irgendwie verstehen muss. Das ist wie, sagen wir mal, im Idealfall ein Kunstwerk, das einen anspricht. Und das muss ich intuitiv erklären und jedem erklären. Und insofern geht es aus meiner Sicht vor allem um die Designlinien, die allgemein verständlich sind und die die Essenz auch in der Wahrnehmung treffen. Das sind aber dann oft auch Sachen, die sehr zeitlos sind. Das ist wie beim Koch, das, was man anrührt. Und der Mix ist dann das, was man dann versucht zusammenzustellen als gute Komposition. Mein Name ist Christoph von Öfele von NVO Architekten in München. Unser Büro macht Denkmalpflege sehr viel, Wohnungsbau sehr viel, Holzbau sehr gern. Und hier in dem Fall sind auch die Veranstaltungsprojekte im Werksviertel eigenes Thema geworden und inzwischen 3 Projekte. Beginnend mit Werk 12, Werk 7 und jetzt Werk 13, was gerade gebaut wird. Als ich die Pläne zum ersten Mal auf den Tisch bekommen habe, waren wir ein 5-Mann-Büro und hatten sowas auch noch nie gemacht. Wenn wir das machen, zerlegt es uns entweder total oder es ist ein spannender Schritt nach vorne. Und wie das dann als junges Büro ist, man geht natürlich immer nur nach vorne. Das Werksviertel ist eine unglaublich spannende Fläche in München, weil es immer so eine Art Gegenwelt auch war zu dem sonst oft oder auch früher oft als Bieder bezeichneten München. In meiner Jugend habe ich ja selber gefeiert. Da war gerade die Zeit, als Funny hier nicht mehr produziert hatte. Die Hallen werden zum Teil erhalten, es kommen aber auch neue Gebäude dazu. Und das ist für München was sehr Besonderes, dass so zentral ein neuer Stadtteil gebaut wird, dass hier ein unglaublicher Nutzungsmix zusammenkommt, den es so eigentlich nicht gibt und den man als Planer auch selten so als Aufgabe an die Hand gegeben bekommt. Und das macht es eigentlich spannend, macht es lebendig. Also das Werk 12 steht hier mitten am Platz. Die Hälfte vom Platz ist schon entstanden, der wird nochmal doppelt so groß. Und es war eigentlich beim Werk 12 vor allem die Aufgabe, mit dem Platz zu kommunizieren. Deswegen gibt es hier auch so eine Offenheit vom Gebäude. Es sind eigentlich nur gestapelte Flächen. Und die ziehen sich mit dem Balkon auch sehr weit raus, sodass innen und außen sich hier stark verknüpft. Und auch hier jetzt mehr als deutlich mit 5 Meter hohen Buchstaben spricht das Gebäude dann auch mit dem Platz und mit den Menschen. Das ist das Ziel, dass hier auch Emotionen ausgelöst wird, dass man hier Lebendigkeit hat und dass hier pulsierendes Leben am Ende ist. Also das Werk 12 unterscheidet sich dahingehend, dass den Entwurf ein holländisches Büro gemacht hat, MVRDV, und wir durften mit MVRDV zusammen dann die Realisierung umsetzen und haben die Planung begleitet von der Entwurfsphase weg. Die Holländer haben einen sehr konzeptionellen Ansatz. Wenn der auf deutsches Regelwerk trifft, ist es manchmal ein bisschen nicht so ganz einfach. Und diesen Clash aufzulösen, war dann auch unser Beitrag ein Stück weit gewesen. Und insofern ist dann das so entstanden, wie es auch konzipiert war, nämlich als multifunktionale Fläche. Und was heißt multifunktional? Wir haben Geschossdecken, die gestapelt sind übereinander. Es ist innen im Inneren die Struktur völlig frei im Gebäude. Die Tragstrukturen bestehen im Inneren nur aus Stützen. Der Treppenhauskern ist nach außen verlegt. Außen winden sich ums Gebäude rumdrum Kaskadentreppen. Die machen auch die Aussteifung und sind auch gleichzeitig mit Erschließung und Fluchtweg. Und das ist eigentlich sehr spannend. Also die Fläche bleibt völlig neutral erstmal. Wir haben hier im obersten Stockwerk zum Beispiel einen Club, der aber auch gleichzeitig genehmigt ist als Gastronomiefläche und auch als Wohnung und auch als Bürofläche, aber nie alles gleichzeitig, sondern immer nur das eine oder das andere, also eine Mehrfachgenehmigung für eine Fläche. Und im Laufe dann der Planungsphase hat sich Fitnessstudio auch angesagt, die gesagt haben, für uns, wir brauchen im dritten Obergeschoss ein Schwimmbad mit 25 auf 8 Metern, 1,40 Meter tief, und das war als Last so nicht vorgesehen, und dann haben alle mal kurz die Luft angehalten und zum Starter geschaut, und der hat es möglich gemacht. Was die Fläche insbesondere noch flexibel macht, ist, dass wir eine Geschosshöhe von 5,50 Meter haben, und das ist eine Geschosshöhe, wo man gerade noch so ganz gut auch Galerien einbauen kann oder so möbelartige Zwischenebenen. Und das war von Anfang an auch im Konzept von MVRDV mit dabei gewesen, dass man hier circa 1/3 der Fläche auch mit, sagen wir mal, Galerieeinbauten bespielen kann. Und das führt am langen Ende zu, aus meiner Sicht, ganz spannenden Räumen, weil man immer diese unglaublichen Raumhöhen hat, für München sehr untypische Raumhöhen, weil wir keine alte Industriestadt sind, die jetzt Loft und Warehouses hier hat. Und unter den Galerien hat man dann wahnsinnig kompakte Bereiche. Und dieser Unterschied zwischen hoch und kompakt ist eigentlich das, was den Raum irgendwie spannend macht.
Wir haben hier relativ große Öffnungselemente, eine sehr transparente Fassade. Das liegt im Konzept dadurch, dass man die untere Ebene der Elemente alle austauschen kann, auch nachträglich, passend zu den Nutzungen. Und die Größe der Elemente war super für Stahl, weil dadurch eigentlich filigrane Verglasungen möglich geworden sind. Und diese beiden Aspekte haben dann den Ausschlag gegeben auf eine Stahlfassade. Es gab einen dritten Aspekt, der sehr wichtig war, das war die Langlebigkeit und Robustheit. Das, was gebaut wird, soll wirklich lange Bestand haben, lange funktionieren und auch ökologisch sein. Und da haben wir eigentlich mit dieser Stahlfassade zum Glück ein sehr, sehr gutes Produkt dazu. Das hat Jansen so auch als Produkt bereitgestellt. Es gab natürlich wie bei jedem Bauprojekt immer die Diskussion Aluminiumfassade oder Stahlfassade. Hier haben wir sehr große Öffnungen, also Elementöffnungen, und wir haben hier zum Glück Stahlfassade einsetzen dürfen, was mehrere Vorteile hat. Die Konstruktion der Fassade blieb sehr schlank. Wir haben die Fassade auch sehr dauerhaft, das ist alles verschweißt. Dadurch haben wir eigentlich eine sehr robuste Fassade. Einer der Punkte, die ganz entscheidend sind, ist die Lebenszeit eines Gebäudes. Ich finde, Nachhaltigkeit lässt sich nicht beantworten ohne eine Zeitschiene. Und die Zeitschiene stellt sich an einem Gebäude unterschiedlich dar. Also innerer Ausbau zum Beispiel ist manchmal sehr kurzlebig, Bäder werden oft erneuert, Haustechnik wird oft erneuert. Im Grunde das Ziel muss sein, einfach und robust zu bauen und langlebig zu bauen. Von der Konstruktion, aber auch von der Art, wie es benutzt wird. Insofern freut mich Werk 12. Nicht, weil es jetzt in Beton gebaut ist, aber weil es als Gebäude lange stehen kann. Und die Menschen erhalten nur Gebäude, die sie auch mögen, die funktionieren und die sie mögen. Und es ist entscheidend, dass ein Gebäude auch gewertschätzt wird in der nächsten Generation, weil die entscheidet, ob es dann abgebrochen wird oder nicht. Die nächste Generation ist immer die kritischste. Der Zeitlauf selber zeigt, welche Gebäude dann rausgepickt und gewertschätzt werden.